Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 4x4 Passion. Mein Name ist Sascha von der Pritschenbude und ich zeige euch heute unsere Wohnkabine, unsere Bude 2 und heute eine Ausführung, die wir speziell für kompakte Pickups hergestellt haben. Diese Bude 2 ist ein Individualbau. Die haben wir hergestellt direkt auf Maß für diesen kleinen Fiat Strada Pickup. Passt aber auch genauso in Richtung zum Beispiel Dacia Logan oder Skoda Pickup. Der Wunsch unserer Kunden war hier ganz speziell, dass das Auto noch im Alltag extremst nutzbar ist, deshalb auch flach sein musste, denn es sollte ausdrücklich noch auch möglich sein, in eine Tiefgarage zu fahren. Und wir sind hier noch mit dem kompletten Maßen unter einer Höhe von unter 2 Metern. Die Pritschenbude haben wir gegründet vor circa 2,5 Jahren. Einfach aus der Idee heraus und aus den eigenen Bedürfnissen eine Offroad-fähige, leichte, preiswerte Absetzkabine zu haben. Wir sind beide aktive Offroad-Fahrer und haben dann einfach bemerkt, bei einem Neukauf für eine Kabine, dass es, ich sag mal, genau nach unseren Wünschen und Vorstellungen diese Lösung nicht gibt. Denn wir haben etwas gesucht, was leicht, stabil, kompakt für 2 Personen ist, dennoch viel Komfort bietet und sich auch im Alltag gut einsetzen lässt. Diese Wohnkabine Bude 2 hat eine Gesamtlänge von 2,80 Meter, eine Gesamtbreite von 1,65 Meter und ist somit sehr kompakt und ideal für den Fiat. Wir bauen sonst etwas größere Kabinen, die dann für die standardmäßigen 1,5- und Doppelkabiner super geeignet sind. Die Bauweise ist hier realisiert, indem wir umlaufend einen stabilen Stahlrahmen haben. So kriegen wir extremst viel Stabilität auch in den Alkoven, auch bei längeren Alkoven. Und gefolgt dann mit einem Aluminiumdeckel und einer Riffelblechhaut. Der Deckel wird dann gehalten durch ein selbstsicherndes Stoßdämpfersystem. Das Ganze ist aufgesetzt auf einem Kubus, der CNC gefertigt ist, mit einer PVC-Schichtplatte, die sowohl isolierende Eigenschaften hat, extremst steif ist, sich sehr gut verarbeiten lässt und auch entsprechend gut Materialien einbringen lassen können. Der Isolierwert ist etwas geringer als bei GFK, was aber auch in dem Fall hier zu vernachlässigen ist, da wir eine sehr große Zeltoberfläche haben. Beschichtet haben wir das Ganze mit einer Art Raptor-Lack. Wir verwenden hier den MIPA Protector, so dass jede Kabine immer auch nach Wunschfarbe lackiert werden kann. Zur Befestigung von Zurpunkten, Hubstützen oder auch allerlei Zubehör haben wir umlaufend an der Kabine ein Airline-Schienensystem angebracht. Das ist einmal geklebt, komplett durchgeschraubt und auch von innen mit einer Airline-Schiene gekontert. Klar, wir haben hier dadurch verstellbare Zurpunkte, die dann auch entsprechend sowohl hier vorne als auch im hinteren Bereich der Fahrzeuglänge angepasst werden können. So können wir dann entsprechend gerade bei dem hinteren Zurpunkt den Zurpunkt auf eine 1,5-Kabine oder Doppelkabine einstellen und sind somit sehr flexibel. Diese Schienen sind nicht nur dafür da, um entsprechend Sandbretter, Kanister, diverses Zubehör anzubringen. Natürlich haben die auch hier den Hauptgrund, entsprechende Adapterplatten aufzusetzen, um die Kabine mit Hubstützen absetzen zu können. Das heißt, es werden 4 Stützen angebracht, hochgekurbelt und dann fährt das Auto drunter hinweg. So bin ich relativ flexibel. Ich sag mal, keine 20 Minuten ist das Auto von der Kabine befreit und ich kann es halt ganz normal auch im Alltag nutzen. Ja, weiter haben wir hier, wie gesagt, schon, man sieht das hier, den Stahlrahmen mit dem Aludeckel. Das heißt auch vom Alkoven her ein sehr flaches Profil. Dennoch im Innenraum eine Möglichkeit, hier rund 20 cm Matratze, Schlafzeug auch entsprechend liegen lassen zu können. Das schauen wir uns gleich an. Natürlich hier nochmal spezielle Verstärkungsecken, um das auch sicher mit dem Kabinenunterteil zu verschrauben. Dann haben wir hier in der Ausführung eine entsprechende Außendusche, Anschlussmöglichkeit. Auch hier, die kann ich dann wieder per Halter in der Airline-Schiene schön einsetzen. Wir haben an den 3 Seiten, links, rechts und hinten, eine LED-Lampe. Einfach in dem Falle hier, wenn man die Campstelle aufsucht im Dunkeln oder man muss etwas kontrollieren, ganz einfach, dass man hier eine leichte Umfeldbeleuchtung hat.
Ja, wenn wir weiter rumgehen, haben wir auch hier weiter die Airline-Schienen. Hier zum Beispiel haben wir eine Standheizungslösung, die extern angebracht wird in einer Aluminiumbox, wo ich dann wirklich, wenn ich es denn brauche, auch schön Warmluft habe. Und wenn ich es nicht brauche, kann ich sie abnehmen. So schleppe ich ihn halt nicht unnötig das ganze Jahr über die Heizung durch die Gegend. Wir haben hier in der Tür nochmal zusätzlich ein Fenster eingebracht. Das war auch so der Kundenwunsch, dass man entsprechend hier auch nochmal wie eine Art Notausstieg hat. Das haben wir bei dem einen oder anderen schon realisiert, dass gerade wenn ich eine längere Ladefläche habe und jemand macht die Klappe zu, dann komme ich aus der Tür nicht mehr raus. Somit habe ich immer noch die Möglichkeit, den Ausstieg durchs Fenster zu wählen. Ja, auf der Seite, wenn es hier weitergeht, sieht man das jetzt mal. Wir haben hier den Zusatzwasserkanister mit 20 Litern angebracht, der abnehmbar ist. Und des Weiteren hier noch eine Außen-USB-Steckdose. Das heißt, ich kann hier, wenn ich draußen sitze im Camp, entsprechend meine mobilen Devices aufladen. Ich kann eine Lichterkette anbringen. Ganz einfach hier nochmal ein nützliches Feature. Und auf der Seite haben wir unsere Landstromeinspeisung. Das schauen wir uns gleich gerne nochmal genauer an. Da haben wir ja das Landstrom-Ladegerät im Prinzip und 220 Volt Spannung im Fahrzeug. Wenn wir uns das weiter anschauen, haben wir hier auf dem Dach eine Einstiegs-Solarlösung verbaut. Hier haben wir ein 120 Watt Peak Solarpanel. Das ist extra etwas dezentral angesetzt, so dass nach Bedarf noch direkt ein zweites später daneben geschaltet werden kann. Und verwenden auch im Prinzip hier wirklich robuste, hochwertige Dachdurchführungen. Einfach aus Erfahrung, weil das Zeug einfach hält. Das Dach ist gesichert über zwei Schnellspannverschlüsse, welche auch abschließbar sind. So, und dann drücken wir es einfach so hoch. So, innerhalb weniger Sekunden ist das Dach auf. Die Selbstverriegelung bei den Stoßdämpfern rastet ein und so kann auch bei entsprechendem Sturm das Dach nicht runtergedrückt werden. Und zusätzlich, wenn ich Ladung auf dem Dach habe, ist es da nochmal separat gesichert. Wir haben hier zusätzliche Lüftungsschlitze, um ganz einfach auch ein bisschen Durchluft zu erzeugen. Das haben wir hier auf beiden Seiten. Und wie ihr seht, haben wir hier in dem Falle ein PVC-Fenster eingesetzt. Der Stoff, den wir hier verwenden, ist ein Marinestoff, wird im Prinzip im Bootsbau für Persenning oder auch Cabrio-Verdecke eingesetzt. Hat eine sehr gute Wassersäule, ist extrem dick und vor allen Dingen blickdicht, was die Lichtverhältnisse angeht. Das war uns auch wichtig, gerade wenn man ja auch im Norden unterwegs ist und dann mal man länger Tageslicht hat, dass man da auch möglichst einen dunklen Raum hat zum Schlafen. Wir haben den Stoff, beziehungsweise der Stoff ist so eingezogen, rundum über Kederleisten. Das bedeutet, im Schadensfalle kann man ihn auch mal auswechseln oder auch zum Reinigen. Das heißt, kann komplett entfernt werden. Ja, hier haben wir im Prinzip, das zeige ich euch gleich mal von innen, die Rückwand kann komplett geöffnet werden und somit habe ich zum einen einen Sonnen- und Regenschutz, aber auch natürlich vollflächiges Fliegengitter und wirklich einen schönen Panoramablick. So, zum Aufstellen des Daches haben wir hier unten direkt im Stoff zwei Fiberglasstangen. Nummer 1 und die Nummer 2. Eine Seite. Die zweite Seite. So haben wir im Prinzip Schutz
Klar, bei starker Sonne und bei leichtem Regen. Es ist machbar, durch ein kürzeres Set von Stäben natürlich das Dach etwas steiler zu stellen, dass das Wasser vernünftig abfließen kann. Und ja, ansonsten natürlich super schön offen und luftig, aber wir können auch einfach über den Klettverschluss und das Ganze komplett mit dem Fliegengitter zumachen. So, hier unten wird man es dann entsprechend komplett auch nochmal einziehen. Und so habe ich auch sowohl vom Bett aus immer einen schönen Rundumblick, wenn ich hier sitze oder auch schlafe. Ja, hier im Innenraum haben wir ja, wie schon gesagt, knapp Innenraum von 2,75 m mal 1,60 m. Ja, das Schöne ist hier, wir können das Bettzeug und Material, Matratzen komplett drin liegen lassen, müssen es nicht umräumen, ausräumen, können trotzdem das Dach schließen. Und ja, zum Aufbau hier im Prinzip auch aus feuchtigkeitsregulierenden Gründen haben wir hier also wirklich 3 mm dicken Industriefilz genommen. Das ist sowohl für die Akustik, aber auch natürlich für die Raumluftfeuchtigkeit wirkt das sehr gut regulierend. Ja, dann haben wir klassisch entsprechende Sitzpolster angebracht, die über ein Klettband gehalten werden, dass sie nicht durch die Gegend purzeln. Wir haben hier nochmal zusätzliches Stautaschensystem, welches dann an den Airline-Schienen von innen befestigt werden kann. Genauso aber auch unser Küchenblock, wie wir ihn nennen, also sprich unser Einbaumöbel, was in einem Stück reinkommt. Das ist gefertigt aus dem Queenply Multiplex. Haben hier nochmal eine schöne Holzoberfläche einfach für die Wohnlichkeit draufgebracht, genauso auch wie auf dem Boden. Und das Coole bei dem Schrank ist halt extremst leicht gebaut und auch hier wieder über ein Kederschienensystem eine schöne Stofffront eingebracht, wo ich halt in den entsprechenden Fächern ja auch schnell Zugriff über die Reißverschlüsse habe. Heißt öffnen, hier noch zusätzliche entsprechende Stautaschen für allerlei Gedöns. Hier entsprechend zwei kleine Fächer. Und unten haben wir für unser Waschbecken zum einen Frischwasser-Abwasser. Hier in dem Fall sind es 10 Liter. Es geht aber auch aufgrund des Bauraums, können wir auch locker natürlich 12 Liter oder mehr realisieren. Das ist halt, was der Kunde braucht. Wir haben ja hier in dem Fall nochmal die 20 Liter Reserve außen hängen, sodass man sagt, gerade bei dieser sehr kleinen Bauweise, dass wir sagen, Stauraum ist dann jetzt hier wichtig und haben 10 Liter Wasser genommen. So, und das Waschbecken haben wir hier entsprechend links angebracht, wo auch die Seite der Außendusche ist. Und auf der rechten Seite haben wir im Prinzip unsere Elektrikabteilung, können hierüber die Innenbeleuchtung schalten, die Außenbeleuchtung, das Außen-USB. 220 Volt haben wir, wenn wir einen Landstromanschluss haben. Und ja, die Technik sitzt dann hier quasi hier nochmal drin. Hier haben wir verbaut auf der rechten Seite den FI und das Landstromladegerät und geradeaus haben wir noch einen B2B-Lader gesetzt, das gerade während der Fahrt aufgeladen werden kann oder halt und parallel über das Solarpanel. Ja, eingesetzt haben wir hier eine 100 Ampere Lithium-Ionen-Batterie, womit man bei dem Reiseverhalten der Kunden erstmal super hinkommt. Verbaut haben wir hier von der Firma Drifter Magnetstablampen, die ich sowohl so ansetzen kann oder auch als ambiente Beleuchtung unten drunter setze. Kann ich noch umschalten auf einfach gemütliches gelbes Licht, was ich hier setzen kann. Dann haben wir hier als Deckenbeleuchtung, wenn man das so will, eine längere Version eingesetzt. Die hält hier über das Klettbandsystem, super in dem Filz, noch einen kleinen Dimmer, dass man, wenn man noch mal im Bett liegt, entsprechend was lesen will, sich das hier einstellen kann. Und auch hier wieder volle Flexibilität. Die Lampe kann ich mir im Prinzip hinsetzen, wo ich möchte. Auch hier noch mal ein kleines Stautaschensystem, wie man es kennt, wie man es braucht, um einfach allen Kram mal schnell loszuwerden, dass es hier nicht rumfliegt. Und ja, dann zeige ich euch mal die Bettlösung. Wenn es ans Schlafen geht, sieht es wie folgt aus. Auch hier haben wir wieder dieses komplette Bettsystem aus dem Queenplay Multiplex gebaut.
halt super leicht. Auch das kommt von unserer CNC. Das geht halt komplett durch. Wir haben hier Lüftungsschlitze, um auch, ich sag mal, das Holz wieder atmen zu lassen, um entsprechend die Feuchtigkeit vom Schlafen auch aufnehmen zu können und abnehmen zu können. Geteilte Matratzen, das bedeutet, ziehen das so nach vorne, diese einmal, kurzer Arm, einmal nach hinten und haben dann hier eine super Liegefläche von exakt 2 Meter mal 1,50 Meter. Da kann man, glaube ich, schon bei so einer kompakten Kabine sehr gut schlafen. Vorteil ist auch bei unserer Raumaufteilung, warum haben wir das so gewählt? Zum einen kann ich hier, obwohl das Bett gemacht ist, noch super sitzen. Hat den Vorteil, einer kann schon schlafen, der andere möchte noch arbeiten, essen, lesen, was hier durchaus noch geht. Und wir haben halt im Prinzip dadurch, dass wir den Stauraum hier haben, sind wir sehr nah auf oder vor der Hinterachse, was für die Gewichtsverteilung natürlich ideal ist. Das Dach ist nochmal isoliert mit 2 cm Armaflex, wo wir dann auch vollflächig den Filz aufgebracht haben. Und das gibt nochmal wirklich entsprechend schön Isolierung, um die Wärme hier zu halten. Die Fenster, hier haben wir ja mal einmal die offene Variante. Vorteil ist halt, wenn ich stehe, sofort Weitblick, selbst beim Sitzen noch. Und zum Schlafen natürlich super zu verdunkeln. Aber auch schnell geöffnet und wird die Rolle hier festgespannt. Ja, die Kabine, so wie ihr die hier seht, als Sondermaßanfertigung mit dem Wasser, Elektrik, den Matratzen und der Ausstattung komplett, wie ihr es gesehen habt, mit dem Taschensystem liegen wir bei rund 21.000 Euro. Wir starten aber im Prinzip mit einer Leervariante um die 13.000 Euro und können das dann entsprechend nach euren Wünschen ausstatten und ganz wichtig auch eurem Reiseverhalten angepasst. Das heißt Größe des Solars, Größe der Elektrik, Wasser und dergleichen. Die Standardkabine der Bude 2 hat eine Gesamtlänge von 3 Metern, eine Bodenlänge von 1,70 Meter, Breite von 1,75 Meter und passt eigentlich auf alle gängigen Pickups. Wer sich das gerne mal live ansehen will, gerne zu uns Kontakt aufnehmen oder uns über Instagram verfolgen. Auch auf unserer Webseite ist alles tagesaktuell, www.pritschenbude.de, und gerne rumkommen, Termin machen. Oder wir sehen uns als nächstes auf der Rheinwahl, wo wir ausstellen werden. Wo finden wir euch? In welcher Stadt seid ihr? Wir sind in der Stadt Datteln. Das ist genau die Grenze Münsterland zum Ruhrgebiet. Und kommt gerne vorbei. Wir freuen uns auf einen Kaffee mit euch. Danke für die Vorstellung. Sehr gerne.